Moin Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zur Discovery Tour Viking Age. Herr Thorsten hat gerade erfahren, dass er tot ist, befindet sich in Jötunheim und wir müssen mal schauen. Thor will uns nach Asgard bringen, glaube ich. Wir haben verzichtet auf die Möglichkeit, nach Valhall einzuziehen. Wir müssen mal schauen, aufs Folkwanger könnten wir noch kommen, tatsächlich. Da müssen wir mal gucken, ob wir unsere Frau da jemals wiedersehen können. Nun, bereit? Ja klar, auf geht's. Ja, ich ertrage den Anblick dieses Ortes nicht mehr. Sie reisen zur Quelle, der Ort, wo die Nornie die Fäden des Schicksals spinnen. Ja, die haben wir auch besucht im Hauptspiel. Der eiserne Wille des Schicksals. Das Schicksal wurde als höchste Macht im Kosmos angesehen. Dieser magische, sich seiner selbstbewusste Energiefluss verknüpfte alles und jeden. Unaufhaltbar und kompromisslos zog das Schicksal alle Existenzen durch Zeit und Raum. Das vom Schicksal verhängte Diktum war unumstößlich. Menschen, Götter und Monster, egal ob als Individuen oder Mitglieder eines Clans, mussten sich dem Willen des Schicksals beugen. Niemand konnte es verändern und alle mussten es akzeptieren. Skandinavische Legenden sagen, dass eine Zeit kommen wird, in der die Harmonie des Universums in einem letzten verheerenden Kampf zusammenbricht. Dies ist das letzte Schicksal der neuen Welten, ein apokalyptischer, fatalistischer Ausgang, der Ragnarök genannt wird. Diese Zeichnung zeigt eine Szene dieser epischen letzten Schlacht. Man sieht Vidar, den Sohn Odins, der den Tod seines Vaters rächt, indem er den monströsen Fenriswolf tötet. Auf der Ostseite des Kreuzes von Gosforth in Cumbria wird der Kampf des Gottes Vidar gegen den Riesenwolf Fenrir dargestellt. Aus dem 10. Jahrhundert. Ja. Die Nornia, ich kann sie sehen. Aber mich scheinen sie kaum zu bemerken. Die Nornen, Schicksalshüterin. Das Los aller Lebewesen war verknüpft, ihre Schicksale waren im großen Gefüge der Existenz eng miteinander verwoben. Manchen Legenden zufolge wurde dieses Gewebe von den Nornie hergestellt, den Hüterinnen des Schicksals. Über die Nornen ist wenig bekannt, da sie stets als unergründlich und geheimnisumwoben galten. Drei von ihnen hießen Urd, die Vergangenheit, Verdandi, die Gegenwart und Skuld, die Zukunft. Der Legende nach lebten sie an der Quelle der Urd oder der Schicksalsquelle. Dieser sagenumwobene Ort war unter einer der Wurzeln des Weltenbaums zu finden. Diese atemberaubende Konzeptzeichnung für Assassin's Creed Valhalla zeigt die Nornie, dargestellt als Statuen, die am Eingang zur Quelle stehen. Ja, also die Quelle der Vergangenheit im Prinzip. Drei riesige Nornenstatuen, die den Eingang zur Quelle der Urd umgeben, Konzeptzeichnung von Gilles Villouel. Ja, hat so auch nicht geschafft, ne, erinnern aber ein bisschen an die Ringgeister mit diesen Kronen und den Schleiern. So, was soll ich denn hier tun? Warum hat Thor mich hierher gebracht? Ein einfacher Sterblicher kümmern? Das weiß ich nicht. Kann ich so einen Faden ändern? Ein Mensch in der Quelle der Urd. Das musste ich selbst sehen. Ei. Ich bin gekommen, den Rat der Nornie einzuholen und diesem Irrweg ein Ende zu setzen. Natürlich. Ein weiteres Opfer von Lokis Schandtaten. Ich verstehe deine Verärgerung, aber wir können uns den Nornie oder den Fäden, die sie weben, nicht nähern. Diese Katzen scheinen das ohne Schwierigkeiten vermocht zu haben. Mächtige Biester, nicht wahr? Loki brachte sie hierher. Sie verwirrten die Fäden und sorgten für Unordnung. Aber egal.
Dein Faden folgte seinem Pfad. Nichts kann je dein Schicksal ändern. Glaub mir, ich habe es versucht. Was ist mit meiner Frau, Gunhilda? Weißt du, wo sie ist? Das wäre für mich nicht von Belang. Du bist in Asgard, sprichst mit dem Allvater und kannst nur an dein Weib denken. Ihr Sterblichen seid so einfach gestrickt. Bring deine Fragen zu Freya und ihre Katzen euch mit. Sie wird wissen, wie man mit dir umgeht. Na toll. Was? Nee. Lass dir Zeit. Nichts tue ich lieber, als darauf zu warten, dass ein Mensch unbedeutende Entscheidungen trifft. Ja, das habe ich mir gedacht. Ach, da sind tatsächlich die Nornenstatuen. Ja, die waren mir gar nicht so aufgefallen. So, gibt es denn hier eine Karte? Ah. Okay, also ein paar Sachen gibt es ja auf jeden Fall zu entdecken. Hier ist ja der, ja, weiß ich nicht. Ja, da, wo sich die Götter halt die ganze Zeit rumtreiben eigentlich. Da sollen wir wohin? Na gut, wenn es hier nichts gibt. Hast du dich entschlossen, aufzubrechen? Ja, komm. Also gut, wie komme ich hier raus? Die Erklärung würde länger dauern, als dich einfach fortzuschicken. Viel Glück. Danke. Und jetzt komme ich wahrscheinlich irgendwo im freien Fall raus. Odin, der Allvater. Odin war der höchste der Götter und daher deren Anführer. Er war für viele Bereiche zuständig, für die Zauberei, Dichtkunst, Runen, den Tod und den Sieg. Angesichts seiner hohen Intelligenz und überlegenen Gerissenheit war es keine gute Idee, sich ihm zu widersetzen. Wenn Odin auf seinem magischen Thron Hlidskjalf saß, konnte er die Taten aller existierenden Wesen sehen. Sein Blick konnte Fleisch und Knochen durchdringen und die innersten Wünsche der Menschen sehen. Schließlich war er ein Gott mit einem überwältigenden Verlangen nach Geheimnissen. Diese Position als allwissender Beobachter brachte ihm den Beinamen Allvater ein. Ich dachte, weil er der Vater von allem war. Den Legenden nach reiste Odin häufig auf seinem achtbeinigen Pferd Sleipnir durch die neuen Welten Yggdrasils des Weltenbaums und wurde dabei von seinen beiden Raben Hugin und Munin begleitet. Dieses Quartett wird in dieser Zeichnung dargestellt. Eine Gravur zeigt Odin auf seinem Pferd, Sleipnir in Begleitung seiner Raben Hugin und Munin. Inspiriert von einer Darstellung aus der Wendelzeit, von 540 bis 790 irgendwann entstanden. Ihr wisst schon, wo man es findet. Achso, das ist ja Reproduktion von 1913. Ja, hübsch. Ach, hier direkt vor uns gibt es schon das erste. Ja, wunderbar. Die Katzen nehmen wir mit. Oh, wer ist das hier, Freya? Wenn das Freyas Katzen sind, führen sie mich sicher zu ihr. Klar. Nicht so schnell, du kleine Pummelkatze. Die neuen Welten. Den nordischen Mythen zufolge war der Weltenbaum Yggdrasil das Zentrum des Universums. Alles existierte um ihn herum und alle neuen Welten waren in seinen Wurzeln und Ästen angesiedelt. Yggdrasil war nahezu komplett symmetrisch. Seine Zweige waren so lang wie seine Wurzeln und sie berührten sich fast, um einen Kreis zu formen, der Ordnung und Ewigkeit symbolisierte. Die höchste der neuen Welten war Asgard, in den oberen Ästen von Yggdrasil angesiedelt. Asgard war die Heimat der Aesir, der Götter wie Odin und Thor. Die unterste Welt, die sich zwischen den Wurzeln von Yggdrasil befand, war Helheim, das Land der Toten, in dem die Göttin Hel herrschte. Genau in der Mitte von Yggdrasil war
war Midgard, Mittelerde, wo die Menschen lebten. Ich dachte, die Hobbits, was ist da los? Die anderen Welten waren Alfheim, Heimat der Lichtalben, Svartalfaheim, Heimat der Dunkelalben und Zwerge, Vanaheim, Reich des Götterstammes der Vanir, Jötunheim, Heimat der Jötner genannten Riesen und Muspelzheim. Hier zu sehen, wo Schwefel, Feuer und Rauch die Oberhand hatten. In der Prosa-Edda wird zudem noch Niflheim erwähnt, eine eisige Unterwelt. Muspelzheim, das Reich des Feuers, Konzept von Martin de Chambeau, zeitgenössisch. Haben wir tatsächlich nie besucht, ne? Aber es gibt noch ein DLC, vielleicht kommt es da vor. Ich weiß allerdings echt nicht, ob ich den spielen werde. Weil, ja, so fantasievoll hier diese Welten auch sind, ne, irgendwie. Es ist für mich halt nicht so das, was Assassin's Creed ausmacht. Ja, der Reiz an Assassin's Creed ist für mich, dass man in einer Welt, die halt, also die Welt jetzt halbwegs realistisch ist, ne, halt eine Story entdeckt, die halt hinter dieser Welt spielt im Prinzip. Also ein bisschen Verschwörungstheorie-mäßig. Folge ich Ihnen oder folgen Sie mir? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommen wir nachher irgendwo an. Die Regenbogenbrücke. Der einzige Weg, das Götterreich Asgard zu erreichen, führte über die Regenbogenbrücke Bifröst. Ja, die sah im eigentlichen Spiel auch noch nicht so geil aus, ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das wegen dem Angriff der Jötner war oder warum die da nicht so geil aussah. Vielleicht, weil das Spiel da noch relativ neu war. Keine Ahnung. Diese glänzende und lodernde Brücke war beinahe unzerstörbar. Erst beim Weltuntergang Ragnarök würde sie einstürzen. Am Ende aller Tage. Die Regenbogenbrücke, hier als Konzeptzeichnung für Assassin's Creed Valhalla zu sehen, wurde vom Gott Heimdall beschützt. Heimdall strahlte von Kopf bis Fuß so hell wie brennendes Feuer. Seine Zähne waren aus massivem Gold und leuchteten wie die Sonne. Seine Augen sahen schärfer als die eines Adlers und er konnte alles überall hören. Damit war er perfekt geeignet für die Aufgaben, den Eingang nach Asgard zu bewachen. Als wachsamer Beschützer der Welt der Götter suchte Heimdall den ganzen Tag und die ganze Nacht im Horizont nach Bedrohungen ab. Der Legende nach wird Heimdall eines Tages feindliche Heere über Bifröst marschieren sehen. Während diese die Regenbogenbrücke stürmen, wird Heimdall in sein großes Horn, Gjallarhorn, stoßen, um die Götter zu warnen, dass Ragnarök bevorsteht und das Ende Asgards nahe. Die Brücke Bifröst, die nach Asgard führt, Konzeptzeichnung von Gilles Villerel. Wenn ich den Namen die ganze Zeit komplett verhunze, tut's mir echt leid. Freya haben wir freigeschaltet. Eine Göttin der Fruchtbarkeit und der Magie, Herrscherin über Volkwang. Na, das ist doch gut. Da wollen wir auch hin. Eine Katze? Freya muss wissen, dass Katzen bessere Wesen sind als Menschen. So, wir folgen also hier der Spur der Katzen irgendwie. Mal gucken, wohin wir uns hier orientieren als nächstes. Irgendwie ist Thorsten da vorhin geblieben gerade. Ich hätte nie gedacht, dass ich mein Nachleben damit verbringe, eine Horde Katzen anzuführen. Ja, so langsam haben wir hier echt einen Haufen aufgesammelt. Überraschend, dass sie überhaupt wach sind. Ja, oder? Normalerweise Katzen. Dadurch, dass sie halt nicht so richtig tief und fest schlafen, lösen die halt eine ganze Menge.
Jetzt bin ich voller Katzenhaare. Das ist nicht schlimm. Du hast größere Probleme. Du bist nämlich tot. Da ist sie ja. Freya. Meine Katzen, kommt zu mir, meine Süßen. Ich habe euch überall gesucht. Ja, habe ich gefunden. Erde Katzen, gehütet, gar kein Problem für Thorsten. Die Göttin Freya. Freya war bekannt für ihre atemberaubende Schönheit. Sie kümmerte sich um gebärende Frauen und stand generell mit der Fruchtbarkeit in Verbindung. Freya war außerdem in der Zauberkraft geübt. Freya war wie keine andere Gottheit der nordischen Mythologie in der Kunst des Seider geübt, die Kunst der Wahrsagung und Prophezeiung. Durch die Kraft des Seider war es möglich, Raum und Zeit hinter sich zu lassen, um einen Blick auf das zu erhaschen, was das Schicksal für einen bereithält. Auch Odin hat die Kunst, in die Zukunft zu sehen, von Freya gelernt. Freya hatte außerdem eine ungewöhnliche Art, sich fortzubewegen. Der Legende nach umgab sie sich gern mit Katzen. Ihr Streitwagen wurde deshalb nicht von Pferden, sondern von zwei riesigen Katzen in Blau und Grau gezogen, die sie als Geschenk vom Donnergott Thor erhalten hatte. Dieser Anhänger, der die Göttin darstellt, könnte in Zeremonien oder bei Opfergaben verwendet worden sein, um sie zu ehren. Merkwürdige Frisur hat sie und so ein bisschen tatsächlich ein ketzisches Gesicht vielleicht. Ein Anhänger, der die Göttin Freya darstellt, aus der Wikingerzeit im dänischen Nationalmuseum zu finden. Göttin Freya, ich bringe dir... Danke. Es überrascht mich, dass sie dir gefolgt sind. Wer bist du? Thorstein aus Midgard. Der Allvater schickte mich zu dir. Ich bin gestorben und weiß nicht, wohin. Verstehe. Odin weiß, dass ich einem bedürftigen Streuner nichts abschlagen kann. Hör zu, mein Lieber. Alle haben einen Ort, an den sie gehören. Selbst du. Folge mir. Schicksal und Abstammung. Für die Bewohner Skandinaviens im Mittelalter besaß jeder Mensch ein eigenes, feststehendes und unvermeidliches Schicksal. Da individuelle Identität ihre Wurzeln in der Gemeinschaft und der Herkunft hatte, war das Schicksal einer Person eng mit dem ihrer Sippe verbunden. Die Einzelperson erbte bestimmte Regeln und Werte von ihren Vorfahren. Den Überlieferungen zufolge besuchten die Ahnen ihre jungen Nachkommen in ihren Träumen, um ihre Familienweisheiten weiterzugeben. Diese Werte konnten den Nachkommen aber auch von der Hamingja, dem Schutzgeist der Familie, vermittelt werden. Bei diesem Familientreffen im Traumland erfuhren Kinder von den großen Taten ihrer Vorväter und von ihren Niederlagen. Sie lernten etwas über Authentizität und darüber, wie ein Mitglied der Familie sich verhalten sollte, um sich selbst und den familiären Werten treu zu bleiben. Durch diese Erfahrung lernten die Jungen schließlich mehr über ihre eigenen Stärken und Schwächen und konnten ihre wahre Natur erkennen. Indem sie sich gemäß dieser Natur verhielten, konnten sie letztendlich ihr Schicksal anständig erfüllen. Einer Ahnenreihe anzugehören, bringt zudem die Pflicht mit sich, sich an die Schicksalswege der Vorfahren zu erinnern. Aus diesem Grund stellten die Skandinavier, wie hier auf dem Bild zu sehen, Runensteine im Gedenken an ihre Liebsten auf. Einer der Funbo-Runensteine, in den eingraviert steht, Tane und Gunnar errichteten diesen Stein nach Vedar, ihrem Bruder. Aus dem 11. Jahrhundert an der Universität Uppsala zu finden. Ja, wer der Scheiß. Jo, geht's los? Aber ich habe jede Hoffnung auf Valhall aufgegeben. Dann war es dir nie bestimmt, Valhall zu erreichen. Ach, das beruhigt mich ja. So, damit ich die Teile unterwegs nicht übersehe. Ich habe ein gutes, ehrbares Leben gelebt. Verdiene ich keinen ehrbaren Tod? Vielleicht, doch nicht in Odins große Halle. Du wirst mich nach Folkwand begleiten, in mein Heim. Wird meine Frau dort sein? Hast du Gunhilda gesehen? Ich weiß es nicht. Doch wenn Urd es will, wird sie dich dort treffen. Ich würde 1000 Tode erdulden, wenn ich sie dann wiedersehe.
Deine Liebe ist wahr und stark. Eure Schicksale müssen verwoben sein. Noch ist nicht alles verloren, doch ich verspreche nichts, was nicht meinem Einfluss untersteht. Hätte Loki sich nicht an meinem Faden zu schaffen gemacht, dann wärst du ebenso hier gelandet, ob nun durch Lokis Hand oder anders. Wie könnt ihr seine Missetaten dulden? Das habe ich nie verstanden. Okay. Das erzählt sie uns dann gleich. Ach, guck mal, an einem sind wir nämlich schon vorbeigeritten. Muss gleich nochmal zurück am besten. Völver, Seren. Eine Völver war bekannt dafür, Weissagungen treffen zu können. Mit dem Wissen, das über Generationen von Frauen weitergegeben wurde, konnten sie durch Zeit und Raum reisen und die Zukunft durch Zauber und Rituale voraussagen. Eine Art Weissagung war das Lesen der Runen. Jede besaß eine andere Kraft, eine andere Methode, um magische Einsichten zu erlangen, war eine rituelle Trance. Saida. Die erste, die Saida praktizierte, war die Göttin Freya. Dabei wurde ein Stab verwendet, der symbolisch wie eine Spindel endete, denn damit wurden die Fäden des Schicksals gesponnen. Einmal gesponnen, konnten sie gelesen und verstanden werden. Eine Völver lebte wahrscheinlich am Rand der Gesellschaft, denn ihre Kräfte waren geheimnisvoll und einschüchternd. Sie konnte den Menschen helfen, aber auch schaden. Mit Saida konnte jemand verflucht werden, denn beim Spinnen der Schicksalsfäden hätte eine Völver das Schicksal einer Person möglicherweise beschädigen können. Der Stab einer Völver aus Eisen aus der Wikingerzeit im dänischen Nationalmuseum zu finden. Ja, interessant, ne? Wie man dann auch rausfindet, wie diese Gegenstände benutzt wurden, wozu sie dienten und sowas. Ne? Da braucht man irgendwelche Schriftquellen oder sowas. Der Donnergott, Gott des Volkes, Feind der Riesen. Aber was davon beschreibt ihn am besten? Weiß ich nicht. Für uns ist ja meistens der Donnergott. So, wo ist denn hier oben das Dings? Noch ein Stück dort hinüber. Ah, da drüben. Der Mythos der gehörnten Helme. Ach, jetzt kommen wir da mal drauf. Wir wurden 200 Jahre lang angelogen. Ganz genau. Aber warum? Woher kommt das? Jetzt will ich etwas klarstellen. Bitte anschnallen. Wikinger haben keine Helme mit Hörnern getragen. Diese bedauerliche Fehlwahrnehmung stammt aus Wagners Oper Der Ring des Nibelungen von 1876. Aber das wusstest du bestimmt. Helme mit Hörnern oder Flügeln waren damals Teil der Kostüme, um die kriegerischen Figuren auf der Bühne erhabener wirken zu lassen. Aber seitdem wurden Wikinger immer wieder mit gehörnten Helmen dargestellt. Und dieses falsche Bild hat sich leider bis in die heutige Zeit gehalten. Abgesehen davon, dass gehörnte Helme auf dem Schlachtfeld alles andere als praktisch wären, scheint es, dass die sehr wenigen wirklich gefundenen Exemplare ausschließlich für rituelle Zwecke genutzt wurden. Mit diesem Fun Fact kannst du dir bei der nächsten Kostümparty viele Freunde machen. Ja, davon bin ich überzeugt. Aber interessant, jetzt weiß ich tatsächlich endlich mal, wo das herkommt. Konzeptbild von Pierre Ravenneau, Helmreferenz von Seite 28 des Assassin's Creed Valhalla Artbooks, Künstler Jeff Simpson. Also da unten haben wir Wikinger-Helme auf jeden Fall, ja, mit diesen Brillen, ganz typisch. Und auf der rechten Seite haben wir sächsische Helme und die oben, die sehen dann aber eher schon aus wie, wie heißen die, anglo-skandinavische Helme. Also das ganz oben sieht halt echt nicht aus wie ein sächsischer Helm. Aber gut. Ja, da sind so sogar diese skandinavischen. Ah, obwohl, das könnte auch was Keltisches sein.
und diesen Knotenmustern drauf. Gut, also von Wagners Oper und dieses ganze Missverständnis. Damit es einfach cooler aussieht. Und seitdem wurde das dann einfach irgendwie ja, Teil der Popkultur quasi. Na, wo ist denn mein Questmarker hin verschwunden? Wo habe ich mein, was ist denn das? Ein Rentier, ne? Glaube ich. Geparkt oder ist es ein Elch? Vor bei der Hütte der Seherin auf jeden Fall. Hier muss er doch stehen. Ja. Ups. Hier mit den Schaufeln, das ist wohl ein Elch. Ja, kein Rentier. Es liegt nicht an uns, es zu hinterfragen. So ist er nun einmal. Loki ist Teil eines größeren Musters, so wie wir alle. Aber ich weiß, wie du dich fühlen musst. Ich wollte ihm mehr als einmal das selbstgefällige Grinsen vom Gesicht reißen. Einmal hätte ich es fast. Er muss etwas Furchtbares getan haben. Eine. Jetzt sind wir da schon wieder an was vorbeigeritten. Ach, gehen wir es auf den Keks. So, das letzte eingezeichnete Dings hier. Fenrir, da ist er. Willkommen in Asgard. Eine Brücke zwischen dem Winzigen und Gigantischen. Der sieht aber gar nicht gesund aus. Mit dem von, wie auch immer der Zwerg hieß, geschmiedeten, weiß nicht, gefertigten Zauberseil auf jeden Fall. Asgard, das Land der mächtigen Gottheiten, musste natürlich entsprechend groß angelegt werden. Um ein Gefühl der Weite zu erzeugen, haben die Level-Designer in die Höhe gearbeitet. Türme ragen hoch in den Himmel und treffen auf die Äste des Weltenbaumes Yggdrasil. Dasselbe gilt für den Fenriswolf. Diese berühmte Bestie ist dank des 3D-Character-Teams tatsächlich 10-mal so groß wie ein gewöhnlicher Wolf. Um Asgard in Assassin's Creed Valhalla zu etwas Besonderem zu machen, hat sich das Team auf die Mythen der Wikinger-Sagas konzentriert. Es gibt Tore zu anderen Reichen, die Quelle der Nornia und so weiter, in Kombination mit Eindrücken aus Eivors Vergangenheit. Echt eine Schande, dass all das bei Ragnarök zerstört werden wird. Ja, schade. Storyboard von Cinematics Director Felix Etienne Rock und Künstler Nicolas Demers von Ubisoft Montreal. So sieht also ein Storyboard aus. Interessant. Finde ich cool. Und damit haben wir Sean freigeschaltet. Versorgt Assassinenzellen auf der ganzen Welt mit taktischen Informationen. Sean Hastings. Da ist mein... Wo kann ich aus dem Springen auf... Nee. Das wäre halt auch zu cool. Wenn man so einfach draufspringen könnte und dann direkt aufsitzen. Eines deiner Kätzchen? Nein, meine Halskette. Oh. Mein wertvollster Besitz. Ich gäbe alles dafür her. Und das tat ich. Wegen Loki gaben 100 Männer Odin an jenem Tag ihr Leben. Doch es ward geschrieben, wir brauchen nicht damit zu hadern. Also hatte ich nie eine Wahl. Genau, nun verstehst du. Aber wenn ich hier mit dem Schiff fahren will, lieber. Lande der Toten 2. Die skandinavische Mythologie war voll von tapferen Kriegern, deren ruhmreiche Taten ihnen nach dem Tod Einlass in Asgard und die Heimat der Götter verschaffen würden. Aber nicht alle Sterblichen wurden diese Ehre zuteil. Viele erwartete ein anderes Schicksal. Während Krieger
die in der Schlacht starben, sich auf ein Festmahl in Valhalla freuen konnten, kamen alle, die an Krankheit oder Alter starben, nach Helheim. Aber was? Dadurch kommt man automatisch in die Hölle quasi, das ist ja gemein. Und dann gab es noch das kalte und neblige Niflheim, das hier abgebildet ist. Mörder, Eidbrecher und Verräter wurden für ihre Verbrechen bestraft, indem sie in dieses grausame Land geschickt wurden. Oh. Das unbarmherzige, eisige und neblige Niflheim. Konzeptzeichnung von Martin de Chambeau. Kann ich hier nicht mit dem coolen... Oh, das sieht doch richtig gut aus. Das hat vorne eine Walküre dran. Mit Flügelhelm wohlgemerkt. Das Boot ist doch richtig geil. Warum kann ich das nicht haben? Im Hauptspiel. Könnte ich wahrscheinlich sogar. Werden dich nach Folkwang führen, in mein Königreich. Das Nachleben der gerechten Toten. Genauso gut ausgestattet wie Odins große Halle. Hab Dank. Na, da bin ich ja mal gespannt. Zu guter Letzt werden Thorsten und Gunnhilda in den Feldern von Folkwang wieder vereint. Die Reise des Wikingers ist zu Ende gegangen. Das Bidell-Gilling-Schwert, ein mythisches Kurzschwert. Und außerdem haben wir Loki freigeschaltet. Danke, dass du die Discovery Tour Viking Age gespielt hast. Lust auf Abenteuer, erkunde die Welt, um mehr zu entdecken, erhalte Belohnungen oder spiele unsere Quests noch einmal. Aber jetzt werde ich hier ganz unzeremoniell einfach wieder abgesetzt, nicht mal ins Menü geschmissen oder sowas. Dieses Schwert mit seinem goldverzierten Griff könnte direkt aus einer Saga stammen. Verblüffe deine Feinde mit dieser einzigartigen Mischung zwei legendärer Schwerter. Welche denn? Ich muss sagen, das mit den Quests... Das gefällt mir halt richtig gut. Allerdings Verbesserungspotenzial bezüglich der Einbindung dieser, wie heißen denn diese Orte von Interesse, ne? Diese gelben und blauen Markierungen, wo man dann halt diese Teile hier freigeschaltet bekommt, beziehungsweise sich anschauen kann. Die müssten einfach besser eingebunden werden, weil ich manchmal schon das Gefühl hatte, dass ich da sehr aus dieser Quest rausgerissen werde, beziehungsweise unterbrechen muss einfach einen Dialog oder einen Monolog, einfach um mir so ein Ding nochmal anzugucken, weil ich das ansonsten erst irgendwann viel später, wenn es halt thematisch vielleicht einfach nicht mehr passt, mir angucken könnte.
Aber ansonsten die Discovery Tour, also finde ich, ist echt eine coole Bereicherung für das Spiel. Weil man halt wirklich noch ein bisschen was über diese kulturellen, sage ich mal, Hintergründe, die geschichtlichen Hintergründe auch erfährt und so. Das ist schon echt, echt schön. Gefällt mir. Ist genau mein Ding irgendwie. Ja, auf jeden Fall war es das dann mit der Discovery Tour Viking Age. Ja, wir sind komplett durch, alles gemacht, alles angeguckt. Quasi vom Aufbruch nach England bis zum Tod, beziehungsweise dem Nachleben Thorstens. Cool, schön. Hat mir gefallen. Gerne mehr davon, gerne das ausbauen und dafür diesen ganzen Realweltkram entweder ein eigenes Spiel machen oder halt weglassen. Weil so wie es jetzt ist, ne, der Realweltkram, der unterbricht dann eher, finde ich, das eigentliche Spiel. Ne, sollen sie es halt ganz am Anfang machen, irgendwie eine Sequenz, meinetwegen ist in Ordnung. Ganz am Ende nochmal so eine Sequenz, auch in Ordnung. Aber die Unterbrechung zwischendurch und so, ne, nicht meins. Alles in allem, ein schönes Spiel, ne? Also vom Künstlerischen her, Assassin's Creed Valhalla, wunderschön. Hier die Discovery Tour auch. Hat leider Bugs, ne? Die Discovery Tour nicht so sehr, aber das Hauptspiel. Schade. Aber gut, ja. Für heute war es das. Das war es dann auch mit der Discovery Tour Viking Age. Wie gesagt, das Hauptspiel wird noch, ja, weiß nicht, ein paar Folgen, eine Handvoll Folgen gehen auf jeden Fall. Da haben wir noch ein oder zwei Dinge zu erledigen. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier auf dem Kanal wiedersehen. Macht's gut und bis dann. Ciao.